So macht man das, Freunde. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir Lassie besiegen. Aber das sollte doch jetzt gehen, oder? Vielleicht sollte ich mal eben speichern. Oh Mann, ey, ich bin hier echt am Verzweifeln. Ihr merkt vielleicht, dass der Planet eine andere Farbe hat. Ich musste mal eine biologische Pause machen, wie man das so schön sagt. Weil ich habe hier echt lange dran gesessen schon. 7 ist es immer noch. Ich weiß gar nicht, ich glaube 47 Minuten. Wäre dann nicht so untalentiert oder es ist so schwierig, keine Ahnung. So, ich wünsche uns mal Glück, ne? So, schnappen wir uns den gelben mal zuerst. So, komm her, ich bringe ihn nach Hause in meinem Privatzoo. Der hat uns aber böse getroffen. Na, komm schon. Wo ist er? Da. Ja, komm. Boah, ich krieg den nicht, ey. Scheiße. Nein, nicht schon wieder. Oh Gott, jetzt stehen wir. Jetzt sind wir Frischfutter. Jetzt muss ich jetzt bei so einem Battle hier so zwischen Safe Games machen oder was? Boah, das ist mir echt peinlich. Tut mir leid, Leute. So, ich glaube, den haben wir gut erwischt. Den schnappen wir uns nochmal, würde ich sagen. Na komm schon. Geschwindigkeit verringern. Jawohl. So, nochmal verringern. Und jetzt erhöhen. Jo, ich glaube, den haben wir ganz gut getroffen. Mal gucken, ob wir das nochmal schaffen. Nein. Natürlich nicht. Vielleicht hätte ich die Geschwindigkeit nicht reduzieren sollen. Ganz ruhig, Leute. Ich bin noch schon da. So, dann machen wir mal hier eine Kehrtwende. Ja. Okay. Also wie oft die Front zu uns gewendet haben. Das ist echt ein Traum. Hab ich den echt getroffen? Tatsächlich, ganz knapp gerade. Der hat uns nicht getroffen, das war gut. Jetzt nochmal. Das ist schlecht. Komm schon, den kriegen wir noch. Komm schon. Ja, komm. Jawoll, 1000 Treffer. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt zu speichern. Weil wir sind schon ziemlich im Eimer. Sorry, auch dieses häufige Speichern, aber ich hoffe, ihr versteht das. Ach, was soll's. Der letzte. Zack. So. Soll die falsche Bescheidenheit. Komm schon, Scotty, hau raus, was in den Maschinen steckt. Oh. Leicht zittrigen Finger mittlerweile. Jetzt hau uns die Mühle doch nicht wieder kurz und klein, wenn wir gerade erst repariert. Komm schon. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen Maschinenpower. Ja. Ich schieße einfach auch zu schlecht, habe ich den Eindruck. Das muss doch hier möglich sein, den zu treffen.
Er hat ja wieder volle Schilde. Das ist schlecht. Was ist denn los mit mir? Hä? Wo ist er? Hallo? Ist er das da hinten? Ach ja. Ich muss, glaube ich, mal näher ran. So, jetzt ist er fällig. Jetzt komm her. Werde wohl noch gegen einen Lassi-Piraten hier gewinnen. Ach, ist ja immer so schön weit weg. Was? Nimmt der Reis aus? Diesmal nicht, Elase. Diesmal nicht. So, ich habe die Geschwindigkeit ganz runtergefahren. Mal gucken, wie nah er ist. So weit weg. Das heißt, wir geben wieder Gas. Und verfolgen den kleinen Piraten. Manchmal schwer zu erkennen, welche Richtung der abhaut. Ich kann nicht gleichzeitig am Radar gucken. Ah, ich glaube, da habe ich ihn erwischt einmal mit den Torpedos. So muss das weitergehen. Problem ist auch, wenn die Maschinenschaden kriegen, das sehe ich nicht immer sofort. Dann bleiben die einfach mitten im Raum stehen und ich heiz in voller Impulsgeschwindigkeit an denen vorbei. Ja, der ist aber echt wendig. Ja, komm nur. Ich habe mehr davon. Nicht mal richtig die Schilde runter. Ach doch, vorne. Na, das ist doch ausbaufähig, behaupte ich mal. Huch. So, Geschwindigkeit reduzieren, um eine größere, kleinere, engere Kurve zu fliegen. So, und wieder beschleunigen. Ja, wieder ein Torpedotreffer. Der macht, glaube ich, nicht mehr lange. Ja, gegen einen Enterprise ist der unterlegen natürlich, aber zu dritt gerade, Constitution-Klasse, also Enterprise-Schwesternschiff könnte man sagen, und zwei Piraten, also war schon heftig. Ihr habt ja gesehen, wie ich daran gedoktert habe. So. Jetzt komm schon, dann kommst du mir sowieso nicht. Ich muss den häufiger in Folge treffen. Sonst bringt das nichts. Die Schirme, die regenerieren sich natürlich immer wieder und auch die Systeme von ihm. Warum, was mir aufgefallen ist, die Enterprise 2 hat komischerweise mit grünen Bällen auch teilweise geschossen. Was mir das auch immer sagen soll. So, jetzt komm her. Muss doch möglich sein, den jetzt mal endlich zu besiegen, komplett. Zack. Anvisieren und Feuer, Mr. Zulu. Mr. Zulu, etwas genauer, bitte. Ja, ja, komm, 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 komm. Oh, der leuchtet hier schon rot wie ein Weihnachtsbaum. Ach nee, ist aber ein leuchtender Weihnachtsbaum rot. Also ihr wisst schon, was ich meine. Na, ja, komm schon. Da haut er gut ab. Boah, echt. Komm schon. Ja, ich muss den weiter bearbeiten. Vorne die Schilde sind so gut wie ausgefallen, aber der gibt immer ganz gut Fersengeld da hinten. Ich habe den Eindruck, dass sein Impulsantrieb irgendwie schneller ist. Jawoll! Oh, Leute! Das war der letzte. Ja, Mr. Scott, warst du nicht dabei, oder was? The Federation will blockade Vardane until they agree to destroy their weapons facilities and all non-authorized ships. Ja, das ist wohl die bessere Lösung. Message from Starfleet, Captain. Oh, Scott. We
had read your report on the destruction of the USS Republic. Jawohl, 100%. 100%. Was kann ich dafür eigentlich kaufen? Kann man irgendwas steigern? Oh. Oh, das war aber jetzt hart, ey, zum Schluss. We have reviewed your overall performance for this year at 89% Enterprise. Magnificent. Bin ich mit zufrieden. Just magnificent. This will end up in the Starfleet Academy textbooks. My congratulations to you and your crew. They're talking about making you an admiral, Jim. But for now, I'm authorized to give you and your crew shore leave. Gott sei Dank, den brauche ich auch erstmal. I know this great spot on Cameron Star, Jim. You'll love it. Where you will no doubt, Doctor, wallow in sensory overload and emotional display. Well, heck, Spock, it wouldn't be any fun otherwise. Jim, we've got to find some way to get this Vulcan to let his ears down. Spock, you will come with us, won't you? I cannot let go by a chance to study the primitive and raw emotional outburst at the level I anticipate, Captain. That's the spirit, Spock. Okay, Admiral. What are you waiting for? I've got some adventure left in me before I accept an admiral's desk job, Bones. Take us out of here, Mr. Sulu. Warp Factor 4. Oh Mann, haben wir es tatsächlich geschafft? Ab in den Sonderurlaub, es kommt nichts mehr. Oh Gott, kommt da jetzt noch ein Abspann eigentlich? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall höre ich gar nichts. Very few people have the ability to fire up our imaginations and make us think about the human condition. Gene Roddenberry, the creator of Star Trek, was one of those people. He took us where no man has gone before and beyond. He created a starship, its crew, and an entire universe and brought them to life for millions of people. Without Gene, there would have been no Star Trek computer game or a Star Trek television series. Gene Roddenberry, born 1921, died 1991. We honor your memory. Genau. Gene Roddenberry, großer Mann, Visionär. Und es scheint keinen Nachspann zu geben. Ich kann das Spiel neu starten. Aber wisst ihr was? Das könnt ihr jetzt mal zu Hause machen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, so wie ich es jetzt hier auch hatte. Ich hoffe, euch hat das kleine Retro-Let's Play gefallen und hin und wieder wird mir mal wieder was Retro-mäßiges aus den Rippen fallen. Und das werde ich dann hier auf dem Kanal präsentieren und hoffentlich nicht so schlimm failen wie bei diesem Spiel. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für mit dabei sein und fürs Durchhalten in allen schweren Minuten in diesem Spiel. Bis dahin, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ich bin euer Holger und bin jetzt raus. Ciao.